Willkommen zurück, Leute, zu Fairy Legends of Avalon. Zuletzt haben wir hier den Kerl kennengelernt. Und mit dem flattern wir jetzt los und wollen was nochmal machen? Ich habe keine Ahnung, was ist jetzt unser Plan? Wir wollten noch in diese Höhle, oder? Das Erwachen? Hilf Gopedick? Ach, hier sind jetzt die ganzen Tuarachen eingefallen. Okay. Finde ich mir so, rekrutiere Asiel. Betritt mit Asiel die Drachenhöhle. Okay, und dann nehme ich mal an, sollen wir da vorne hin? Ja, du darfst ruhig losflattern. Da gehen wir jetzt mal rein. Wuhu! Ja, wir betreten das. Gefährten. Einige Charaktere, auf der du bei deinem Abenteuer triffst, könnten deine Gefährten werden. Schneller konnte ich nicht lesen. Mehr Zeit hatte ich nicht. So, da haben wir jetzt eine Höhle. Jetzt müssen wir auf der Hut sein. An diesem Ort wimmelt es bestimmt voll lauter Goblins. So wie sie uns willkommen geheißen haben, bezweifle ich, dass sie uns einfach so gewähren lassen. Ja. Vorsicht. Wir müssen vorsichtig walten. Vorsicht walten lassen. Sie dürfen uns nicht kalt erwischen. Neuer Abschnitt. Bahne dir deinen Weg durch die Höhle zum Schatz. Erfahrung erhalten 20. Yay, so jetzt können wir hier Fertigkeitspunkte machen. Oder haben wir die jetzt automatisch? Nein, dürfen wir selber. Oder was? Wähle eine Verwandlung aus. Feuerball? Elektrische Ladung? Tornado. Also entweder Libelle, Falter oder Vogel. Der Gegner wird von einem Feuerball getroffen, der Erdschaden und ein Feuer verursacht, das zwei Runden lang brennt. Dann haben wir Falter. Der anvisierte Gegner wird elektrisch aufgeladen und erleidet dadurch elektrischen Schaden mit einer hohen Wahrscheinlichkeit zu sterben. Natürlich auch irgendwie cool. Vogel. Ein Tornado fegt über einen Gegner weg und verursacht Luftschaden mit der Wahrscheinlichkeit, dass der Gegner für einen Aktionspunkt betäubt ist. Aha. Ich glaube, ich nehme den Vogel. Außerdem haben wir dann auch so schöne Engelsflügel, die ich eigentlich gar nicht schlecht finde, obwohl ich den Falter gar nicht schlecht finde, aber ja, entweder Libelle oder Vogel. Nö, ich nehme mal den Tornado. So, nö, passt schon. So, und jetzt haben wir hier, fertig, ja, bestätige ich. Was können wir hier jetzt machen? Wir haben doch da nur das. Was anderes haben wir doch nicht. Hier gehe ich auch mal jetzt auf Angriffskram. Genau. Bonus bei kompletten Set verdoppelt 3 von 5. Ja, ich beginne mal jetzt auf Angriffskram. Und jetzt haben wir auch voll die schönen Flügel. Und unser nächster Kampf beginnt. Ich hätte natürlich auch gerne einen Pfeil und Bogen, ist ja wohl klar. Wir kämpfen gegen Wassergoblins. Noch läuft's alles, uns geht's gut. Ja. Okay, das war schon mal nicht schlecht. Jetzt ist er dran. Ja. Okay, jetzt können wir mal offensiv mal elektrische Ladung machen wir mal. Das ist doch mal cool. Und ich will auch mal mit meinem Tornado jetzt. Ah ja. Hat aber irgendwie noch nicht so ganz reingehauen, ne? Nicht so doll wie das andere irgendwie. Mach ich mal lieber so. Normaler Angriff. Ja. Du hast gewonnen. Erfahrung gesammelt 60 von 210. Erfahrung erhalten 50. 150 Erfahrung benötigt zum Erreichen der nächsten Stufe. Alles klar. Ja. Die öffnen wir mal. Was kriege ich Schönes? Stirnband aus Eisenset. Kleiner Heiltrank. Wiederbelebungselixier. Das ist natürlich schön. Weil. Genau. Warte mal. Ich dann hier. Ja, sieht zwar nicht so geil aus, aber. Passt schon. Gucken wir mal, was wir hier noch so finden. Immer ist die Maus im Weg. Die geht da von alleine wieder hin. Das nervt ein bisschen. Krabben. Die scheinen über unsere Anwesenheit nicht gerade erfreut zu sein. Keine besonders gastfreundliche Gegend hier. Vorgehensweise? Angst? Vorgehensweise? Scheint fast so, als hättest du schon mal mit ihnen zu tun gehabt. Weißt du, wie man mit diesen Dingern fertig wird? Du, Asiel-Typ, du? Ich hatte am Strand schon mal das Vergnügen mit Krabben. An besonders war das nicht für mich. Meine Pfeile prallen an ihrer Schale einfach ab. Zauberei.
Hast du es mal mit Zauberei probiert? Vielleicht bewahrt sich ja das Sprichwort harte Schale, weicher Kern. Vielleicht hast du recht, sie verfügen zwar über einen natürlichen Schutz, aber sie müssen auch irgendwelche Schwächen haben. Und ich kann einen neuen magischen Angriff aus dem Ärmel zaubern. Du cooler Typ. Na dann los. Dann wird es Zeit für eine Kostprobe. Mal sehen, aus welchem Holz diese Krabben geschnitzt sind. Genau, du machst deinen elektrischen Dingens und ich meinen Tornado. Und die Maus ist wieder da. Na, dann wollen wir mal. Ja. Jawoll. Und dieser doofe Stab, den sie da, den Zauberstab, den sie da in der Hand hat, das ist echt... Ich freue mich auf eine ordentliche Waffe. Weg ist schon mal die eine Krabbe. Wunderbar. Schön wäre es natürlich, wenn man den auch irgendwie was klauen könnte. Über Final Fantasy, aber naja. Vielleicht kriegen wir auch noch Gegenstände über die Zeit von denen. Das würde mich auch mal interessieren. Wunderbar. Ach, die Erfahrung. Das ist schön. Nächster Kampf. Hier ist ja echt actionreich jetzt hier, ne? Jetzt geht's aber los hier. Ja. Die Krabbe machen wir mal zuerst fertig. Da kommen aber auch die Goblins. Die müssen wir mit normalem physischen Schaden angreifen, würde ich sagen. Hey, hey, hey. Nicht immer auf mich hier. Ja. Die tot? Ja. So, die nehmen wir normal. Hallo, nicht immer auf mich. Stirb jetzt. Du Aggro-Goblin. Na, jetzt ist er auch mal dran. Der hat noch gar nichts einstecken müssen, der Sack. Wunderbar. 316 Erfahrung benötigt zum Erreichen der nächsten Stufe. Erfahrung hat 85. Fertigkeitspunkte plus 1, maximale Aktionspunkte plus 5, Aktionspunkte auch 1. Dazu du hast folgende Stufe erreicht 3. Das kann ich hier... Aha. Das ist die Flügel. Die kann ich also immer wieder ändern, oder wie jetzt? Tätowierungen. Hörner. Will ich das? Füße. Nochmal Füße. Felsen. Eis. Ein Eisgeschoss wird auf einen Gegner abgefeuert und verursacht Wasserschaden. Zudem besteht die Wahrscheinlichkeit, dass der nächste Angriff des getroffenen Gegners schwächer ausfällt. Oder Erde. Felsen. Ein Felsen wird auf einen Gegner geschleudert, der Erdschaden verursacht. Einen Verteidigungswert. Blablabla. Ich nehme Eis. Was auch immer, warum ich das an den Füßen habe. Aber okay. Und das kann ich ändern? Nee, ich will ich aber auch gar nicht. Ich bleib bei Tornado und hier nehme ich die Eisgeschosse an den Füßen. Ich weiß nicht warum, aber... Und eine Truhe. Wäre vielleicht nicht schlecht, dann mal ein... Dingens hier, Trank oder so zu nehmen. Finde ich das denn? Inventar? Stimmt, ne? Bei Tränke. Kann ich da mal... Ich weiß immer nicht, wie ich mit meinem Controller einfach nur dahin komme. Ich muss mal die Maus nebenbei nehmen. Das ist doch blöd gemacht. Moment. So. Kleiner Heiltrank. Mittlerer Heiltrank. Nehmen wir den kleinen hier. Kann ich den einfach jetzt nehmen? Ein Trank, der beim Anwenden... Ich glaube, das kann man nur im Kampf machen, ne? Kann das sein? Na egal. War es das jetzt hier? Ich glaube, da kommt noch was. Guck, da kommen schon die nächsten. Voll Action hier. Du hast jetzt 2 Aktionspunkte und kannst entweder pro Runde 2 Angriffe durchführen oder dich für eine stärkere Aktion entscheiden. Die 2 Aktionspunkte verbraucht, sofern du sie gelernt hast. Okay, Ratschlag. Was rätst du mir zu tun? Soll ich 2-mal angreifen oder mich lieber für einen stärkeren Angriff entscheiden? Jedem Kampf verläuft anders und die effektivste Vorgehensweise hängt von der Situation
Entschuldigung, musst du niesen, hängt von der Situation sowie dem Gegner ab. Es liegt an dir, die richtige Entscheidung zu treffen. Entschuldigung. Ja, dann. Dann möchte ich das Vieh hier einmal fertig machen. Und nochmal fertig machen. Genau. Geschwächt. Du bist einem Schwächungszauber zum Opfer gefallen. Es gibt so viele böse Zauber, die einen Stein in den Weg legen können. Aber glücklicherweise gibt es für jeden von ihnen Gegenmaßnahmen. Schwächungszauber? Gegenmaßnahmen? Was sind das für Gegenmaßnahmen? Kann man sie lernen? Ja, vielleicht schaffst du es, die Kunst der weißen Magie zu meistern. Damit würdest du dann Boni für dich und deine Gefährten erhalten. Aha, aha. Böse Zauber. Können nur unsere Gegner von diesen bösen Zaubern Gebrauch machen, um uns zu schwächen? Nein, auch du kannst Schwächungszauber erlernen, was deine Gegner verwundbar machen würde oder sogar dazu führen könnte, dass sie Aktionspunkte verlieren. Das ist ja interessant. Angriff. Hat sie Kopfschmerzen? Ach so, weil ich einen Schwächungszauber habe, ne? Ich hab Kopfweh. Okay, dann... Defensive, Offensive, Position, Gegenstände. Ich möchte gerne mal... Ach nee, es geht eigentlich noch. Eigentlich geht es noch. Die machen wir mal platt hier. Jawoll. Gut, dann nehme ich hier mal das für die Krabbe. Ist doch in Ordnung. Läuft. Und jetzt können wir mal Eisgeschoss machen. Das ist doch cool. Und ja, nochmal. Ist aber schon hin. Die Krabbe. Das war's mit der. Erfahrung halten 110. Erfahrung ist dann 115 von 321. 206 Erfahrung benötigt zum Erreichen der nächsten Stufe. Alles klar. Im Moment läuft es doch eigentlich ganz gut. Speichervorgang. Ein Ei. Das muss ein Drachenei sein. Unglaublich, dass es nach all der Zeit immer noch hier ist. Die Magie der großen Drachen ist so mächtig, dass alles möglich ist. Wir müssen das Ei mitnehmen. Vielleicht kann es ja noch ausgebrütet werden. Wenn du meinst... Ei nehmen. Brüten. Weiß ich nicht, wenn wir das mitnehmen, dann kommt es schon voll der... Egal. Das wird nicht leicht, aber du hast recht. Wir würden dafür sicher Verwendung finden. Vielleicht sollten wir auch diese Kisten aufmachen. Warte, da kommt jemand. Die Mutter vielleicht? Was? Wer kann das sein? Noch mehr Goblins? Ja. Hinter uns. Das ist ja eine riesige Krabbe, die uns einen Fluchtweg blockiert. Das sind böse und gefährliche Kreaturen. Keine Ahnung, wie wir sie uns vom Leib halten können mit Magie. Wir haben keine andere Wahl. Wir müssen angreifen. Ja, Mann. Angriff. Wow. Okay. Ja. Ja. So. Wir machen mal Eisgeschoss. Finde ich gut. Geschwächt. Nochmal. Wird jetzt ein bisschen dauern. Wir werden bestimmt noch einen Dingsangriff nehmen müssen. Ja. Können wir jetzt mal so ein... Ist das jetzt... Also wir machen ja mal zwei Aktionen hintereinander. Ich frage mich jetzt, wie war das mit dem... Ja. Machen... Gibt es auch einen starken? Ich hatte das vorhin so verstanden, eigentlich, dass man einen starken Angriff hat und oder zwei normal hintereinander. Aber okay. Nehmen wir mal einmal Eis und einmal Tornado. Jawoll, Tornado war gut. Ja. Ja. Ja, da ist 30 schon nicht schlecht. Jetzt wird die Krabbe sauer.
Sieh nur, die große Krabbe hat sich nach hinten zurückgezogen. Dort ist sie besser geschützt vor Angriffen. Nach hinten zurückziehen. Ja, dann trotzdem Angriff, oder? Besser geschützt, nach hinten zurückziehen. Sollen wir das jetzt auch machen? Ne, wir gehen hinterher. Ja. Können wir ja trotzdem. Können ja trotzdem die noch weiter fertig machen. Genau. Mich sich hier einfach verpieseln. Ist zwar jetzt nicht mehr 30, aber immer noch nicht schlecht. Also, die steckt ja immer noch gut ein. Ich aber auch. Shit. Jetzt muss ich langsam mal was nehmen. Oh, er ist ausgewichen. Ich hoffe, das macht sie auch mal. Dann machen wir weiter drauf. Genau, du machst mal weiter drauf. Und ich würde ganz gerne mal was nehmen, und zwar einen mittleren Trank. Und dann möchte ich wieder einen Tornado machen. Jawohl. Oh, oh, der nächste Angriff wurde verstärkt für alle drei Gegner. Bei wem gehört denn auch dieses Ei jetzt? Also, naja, gut. Ich konzentriere mich weiter auf den Kampf. Immer drauf. Ah, sie ist super. Wunderbar. Die haben wir gleich. Ja, läuft noch. Sie muss wieder dran glauben. Immer auf sie, ey. Voll mies. Dafür kriegst du erstmal einen Elektroschock. Ja, endlich. Die ist schon mal platt. Finde ich gut. So. Die ist auch gleich dran. Die ist tot. Gut. So, der nimmt jetzt mal auch einen Trank. Für beide. Jetzt geht es ihnen auch wieder gut. Normaler Angriff bitte. Ja, der ist so gut wie tot. Aber er möchte noch mal einen draufhauen. Zu guter Letzt. Und das war's dann auch. Wunderbar. Erfahrung halten 120. Erfahrung gesamt 235. Drachen einnehmen. Krieger von Fairy-Errungenschaft bekommen. Coole Sache. Dann nehmen wir das mal. Neue Quest, das Drachenei. Danke, dass du in die Höhle mitgekommen bist. Wir wissen zwar nicht, was es mit dem Ei auf sich hat, aber ich bin dennoch froh, dass wir die Sache durchgezogen haben. Ich wollte die Höhle schon so lange erkunden und ohne dich wäre das nicht möglich gewesen. Ja. Gern geschehen. Keine Ursache, du hattest recht, es war die Mühe wert. Was nun? Auf zu den Spiegeln. Oberon. Nein, nicht sofort. Zuerst müssen wir zu Oberon. Ich glaube, er möchte, dass wir einen zweiten Gefährten finden. Zumindest hat er das gesagt, nachdem ich aus dem Tiefschlaf erweckt worden war. Ach, muss ich unbedingt mitkommen? Der König und ich sind nicht gerade die besten Freunde. Mitkommen. Du musst mit mir. Er will, dass ich Leute finde, die sich mit mir anschließen. Ich habe für meinen Auftrag nur seinen Segen, wenn er dich zu Gesicht kommen hat. So. Alexis, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, aber ich habe bisher noch nie so jemanden wie dich kennengelernt und ich wollte... Hey, das hier ist für dich. Danke, Asiel, ich bin gerührt. Hallo, wir kennen uns kaum. Stirnband aus Heilset. Okay. Ich soll das jetzt öffnen? Ja, ich darf auf Heilung gehen. Will ich das aber überhaupt? Ich meine, die haben wir schon 4 von 5. Ja gut, machen wir jetzt mal kurz auf eine Heilung. Why not? Kann man hier auch mal eben ändern. Achso, das geht nicht. Ja. Ja, hübsch, ne? Hübsch.
So, dann wollen wir mal wieder. Ist hier noch was gewesen? Ich glaube nicht. Doch, da. Armbänder aus Feuerset, kleiner Heiltrank. Das möchte ich jetzt auch mal sehen. Ah, Feuer. Wo denn? Erhöht die Effektivität deiner Feuerzauber. Ja, gut, das ist jetzt eigentlich auch gar nicht meins, aber verlängert den Brenneffekt bei Gegnern eine Runde. Ah ja, okay, cool. Sehr spannend. Ich finde das echt interessant jetzt so. Es war jetzt ein echt kampfreicher Part, aber hat das Spiel so ein bisschen gerade mal gepusht, muss ich sagen. So, da sind wir auch schon draußen aus der Höhle. Dann wollen wir mal zu Oberon. Und ich weiß immer noch nicht, wie man hier fliegt. Hier, so, ich mache sie mal höher. Genau, flieg mal, flieg mal, flieg mal hoch. Wir müssen ja höher, 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 höher. Wen haben wir hier? Hier war ich auch noch nicht. Ah, aber das hier gehen wir noch hin, aber ich würde nicht sagen jetzt. Wir gehen erstmal zu Oberon. Oder müssen wir erstmal hier zu ihm hier? Gut, quatschen wir ihn mal kurz an. Meine Brüder stehen mir gegenüber im blinden Hass, denn statt der Kaserne wollte ich des Philosophen Fass. Wer rettet mir, armen Tropf, das Leben, bevor meine Brüder mir den Todesstoß geben? Er sieht so traurig aus und hat mich nicht einmal bemerkt. Mit Bert sprechen. Ja, dann... Ja, kann man ja nichts machen. Dann nicht. Ich meine, ja, wir sollen halt, wie gesagt, noch einen Gefährten eigentlich finden. Aber vielleicht können wir trotzdem schon... Ach, will er jetzt doch mit hier, oder was? Willst du doch mit? Hallo, lass mich raten, du bist hier, weil du die Hilfe der alten Masias brauchst. Ich bin stets bereit und willig zu helfen. So, natürlich, meine Liebe. Das hatten wir doch alles schon. Tschüss. Hä, wozu warst denn jetzt gut, du Typ? Die kennen wir auch alle. Hm. Da, die beiden Nasen. Haben die noch irgendwas zu sagen? Mama, Mama! Meryl, du, Meryl! Da ist ja Alexis. Brauchst du vielleicht unsere Hilfe? Ja, ich will wissen, wo ich hier dann nicht. Eigentlich wollte ich wissen, ob ihr mir Gefährten nennen könnt. Ja, aber könnt ihr nicht, könnt ihr nicht. Oberon, dein Sohn kommt, mit dem du so gut klarkommst. Hey, hey, hey. Asiel, was soll das bedeuten? Hältst du dich für einen Helden? Die Goblins aus der alten Drachenhöhle haben sich bei mir beschwert. Sie sind wütend über euer Eindringen. Oh oh. Wenn sie uns angegriffen hätten, wäre alles gar kein Problem gewesen. Wir wollten nur sehen, welche nützlichen Gegenstände dort zu holen waren, die die Drachen zurückgelassen hatten. Die Höhle ist schon seit Jahren eine Ruine. Was zum Teufel hast du dort zu finden erwartet? Und jetzt willst du zusammen mit Alexis durch die Spiegel reisen? Wenn du auch dort ein ähnliches Taktgefühl an den Tag legst, sind wir verloren. Ich bin dein Vater, Luke. Ei. Wir haben diese Armreife in der Höhle gefunden. Sie könnten sich noch als nützlich erweisen. Und dann haben wir noch dieses Ei entdeckt. Ohne Zweifel ein Drachenei. Ja, in der Tat. Das sieht aus wie das Ei eines Drachen. Aber was in Neptuns Namen wollt ihr damit anfangen? Die Drachen sind schon vor Äonen verschwunden. Und ich bezweifle, dass ihr es selbst ausbrüten könnt. Aber behaltet es dennoch vorerst. Wer weiß, auf was ihr jenseits der Spiegel stoßen werdet. Okay, gut. Behalten wir. Jetzt müsst ihr einen weiteren Gefährten finden. Und ich hoffe, dass dieser euch eine größere Hilfe sein wird. Ey, hör mal auf, deinen Sohn zu dissen. Ja, tschüss. Wir sehen uns dann wieder, Daddy. Solltest du sagen, Asiel. Tust aber nicht. Und dann suchen wir im nächsten Part einen neuen Gefährten, weiteren Gefährten. Und ich hoffe, dass ich den finde. Bis denne.